wie sind sie denn nun, die Verbindungen zwischen Sonne und Erde? Wie stark beeinflusst denn die Sonne die Erde? Dann werden Sie vielleicht denken, jetzt ist aber wirklich, das ist doch eine so primitive Frage, brauchen wir noch gar nicht drüber zu reden. Aber wirklich, es ist es wert. Zum Beispiel gibt es da die ganz einfache Feststellung, dass die Sonne durch ihre Schwerkraft, gegen die ich gerade ankämpfe, die Schwerkraft der Erde, ja, die Sonne hält durch ihre Masse, durch ihre Schwerkraft die Planeten sozusagen fest. Das Sonnensystem gibt es nur deshalb, weil es die Sonne gibt. Die Sonne ist die Mutter aller Dinge, die in diesem System stattfinden, wirklich von allem. Die ist 300.000 Mal so schwer wie die Erde. Und weil sie so wahnsinnig schwer ist und damit wirklich dominant in der Masse, regiert sie das Sonnensystem total. Alles, was in ihren Bannkreis kommt, wird tatsächlich von der Schwerkraft der Sonne komplett reguliert. Dass die Planeten nicht davonfliegen, hat nun damit zu tun, also dass die Sonne eben zieht und die Planeten ihrerseits aber durchaus die Tendenz haben, davon zu fliegen. Die möchten nämlich eigentlich geradeaus weiterfliegen. Und diese beiden Kräfte zusammen, nämlich die Trägheit der Planeten und die Schwerkraft der Sonne, führt zu diesem wunderbaren, scheinbar urwerkartigen System, das wir Sonnensystem nennen, das seit 4,5 Milliarden Jahren existiert. Seit 4,5 Milliarden Jahren drehen sich die Planeten des Sonnensystems um die Sonne. Das ist doch irre. Und gerade dieser Planet hier, gerade der, auf dem wir leben, der offenbar genau da entstanden ist, wo er sich heute noch um die Sonne herumdreht. Seit 4,5 Milliarden Jahren dreht er sich um die Sonne. Der ist nicht gestört worden. Der ist durch keine andere Masse aus seiner Bahn geworfen worden oder sonst irgendwas. Hätte ja auch ein Stern an der Sonne vorbeifliegen können. Ein anderer hätte die Planeten sozusagen aus dem Gleichgewicht rausgeholt. Nichts, gar nichts. Seit 4,5 Milliarden Jahren ist dieses System ein stabiles, extrem präzise aufeinander abgestimmtes System von Massen. Bah! Da fällt einem doch nichts mehr ein. Also jetzt mal ehrlich. Das Sonnensystem gibt es nur, weil es die Sonne gibt. Und uns gibt es auch nur, weil es die Sonne gibt. Also die Sonne ist wirklich die Mutter von allem, was passiert. Das Ding ist 150 Millionen Kilometer von uns entfernt und ist ein leuchtender Gasball. Dieser leuchtende Gasball, der ist dafür verantwortlich, dass auf diesem Planeten überhaupt irgendwas geht. Denn wenn der nicht so warm wäre, dann wären wir gar nicht da. Der hat eine Oberflächentemperatur von knapp 6000 Grad. Der heizt wie verrückt, der strahlt wie verrückt vor allen Dingen. Die Strahlung wird von unserem Planeten aufgenommen. Die Oberfläche der Erde wird aufgeheizt durch die Strahlung der Sonne. Durch die aufgeheizte Erdoberfläche wird Wärmestrahlung zurückgegeben, also sichtbares Licht kommt an, infrarotes Licht wird von der Erde zurückgegeben. Dadurch gibt es das, wovon Sie natürlich schon oft gehört haben, der Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt der Erdatmosphäre führt dazu, dass auf unserem Planeten statt der minus 18 Grad, die dieser Planet eigentlich haben müsste, wenn er nämlich alles wieder zurückschicken würde, was er von der Sonne kriegt, minus 18 Grad Durchschnittstemperatur, haben wir heute eine Durchschnittstemperatur auf diesem Planeten, und zwar schon seit etlichen Milliarden Jahren, von plus 15 Grad. Das sind 33 Grad Unterschied. Das heißt, der Treibhauseffekt ist dafür verantwortlich, dass auf diesem Planeten eine ordentliche, saubere, lebensfähige, lebenswürdige Atmosphäre existiert, mit einer angenehmen Temperatur. Das liegt nur an ihr und an den Fähigkeiten einiger Gase, die in der Erdatmosphäre verblieben sind. So. Also, dass die Sonne strahlt, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, das sehen Sie selber. Also passen Sie bloß auf, gucken Sie nicht einfach so rein. Nicht ungeschützt reingucken, das ist viel zu gefährlich, weil nämlich die Sonnenstrahlung ist so intensiv, dass Ihre Augen beschädigt werden. Gucken Sie bloß nicht, ja, durch ein Fernglas in die Sonne. Die ersten Sonnenbeobachter, die allerersten, also Scheiner, Galilei, die haben mit ihrem Fernrohr in die Sonne geguckt. Was glauben Sie, was mit den Männern passiert ist? Die sind erblindet. Ja, ja. Ja. Also gucken Sie bloß nicht einfach so, aber sei es drum. Also die Sonne strahlt, geschenkt. Die Sonne heizt diesen Planeten auf. Dieser Planet gibt aber eine Riesenmenge an Energie wieder des Nächtens ans Universum ab. Und so stehen wir in einem unglaublichen Energiefluss. Praktisch wie Forellen in einem Bach leben wir in einem Energiefluss. Dieser Energiefluss kommt von der Sonne, geht auf die Erde, geht von der Erde in das eiskalte Universum zurück. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Also die Masse der Sonne hält den Planeten in dem richtigen Abstand, dass es hier nicht zu heiß und nicht zu kalt ist.
Die Strahlung der Sonne, ja, heizt den Erdkörper so auf, dass auf ihm angenehme Temperaturen sich so entwickelt haben, dass sich Leben entwickelt hat. Also, dass wir hier da sind, ist kein Wunder, gewissermaßen. Es ist vielleicht staunenswert, aber es ist kein Wunder, weil es ist alles da, damit eine Grenzform von Materie sich entwickeln konnte, die wir Leben nennen. 99,99999999% des Universums sind völlig tot. Leben, so wie hier das, was um uns herum ist, ja, das gibt es wahrscheinlich nur an ganz wenigen Plätzen im Universum. Leben ist eine Grenzform von Materie. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Muttergestirn da oben. Also sie ist schwer und sie strahlt, aber sie macht noch was anderes. Sie produziert nämlich einen Wind. Jetzt nicht so einen Wind wie hier, nicht? Also kein Luftwind. Die Sonne ist ja ein Ball aus ionisiertem Gas, aus Plasma. Und dieses ionisierte Gas ist ziemlich heiß. Interessanterweise hat die Sonne eine Atmosphäre um sich herum, eine Atmosphäre, die ist sogar heißer als ihre Oberfläche. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll darum gehen, dass die Sonne ein Ball ist aus geladenen Teilchen. Das Plasma ist ein Gas aus geladenen Teilchen. Und deswegen, und weil die Sonne sich dreht und weil sie aus dem Innern aufgeheizt wird, hat die Sonne ein Magnetfeld. Ja. Na doch, es ist doch ganz einfach. Bewegte Ladungen entsprechen elektrischen Strömen. Ein elektrischer Strom induziert ein Magnetfeld. Also wenn ein elektrischer Strom fließt, dann hat man automatisch auch ein Magnetfeld. Also im Innern der Sonne wird ja offenbar Energie freigesetzt. Und diese freigesetzte Energie führt nun dazu, dass Gasmassen aufsteigen, an der Oberfläche wieder abkühlen und so weiter. Man hat also die Konvektionsbewegung, das Wendische innen drin. Und gleichzeitig dreht sich die Sonne noch. Das Drehen der Sonne und diese Konvektionsbewegung führt nun dazu, dass die Sonne insgesamt ein magnetischer Körper ist. An ihrer Oberfläche sieht man das besonders dadurch, durch dunkle Flecken, den sogenannten Sonnenflecken. Sonnenflecken, das sind Gebiete, die sind bis zu 2000 Grad kälter als der Rest der Sonnenoberfläche. Aber diese niedrigen Temperaturen, die sind es nicht. Denn das, was da drin steckt in den Sonnenflecken, sind sehr dichte Magnetfelder. Sehr starke Magnetfelder. Die sind sehr stark, bis zu 1000-mal stärker als der Rest. Das heißt, da ist Energie sozusagen zusammengefasst, zusammengepresst. Und diese Energie kann manchmal frei werden, wenn magnetische Strukturen auf einmal explodieren. Die Sonne ist ein hochgradig aktiver Stern auf der magnetischen Seite. Das ist ein Reaktor quasi. Alle 11 Jahre fällt das Magnetfeld der Sonne komplett zusammen, wird wieder neu aufgebaut, allerdings mit umgekehrter Polarisierung. Also, Sie kennen ja alle diese Stabmagneten, ne? Also die eine Seite grün, die andere Seite rot. Bei der Sonne ist es so, dass das immer wieder sich umdreht, ständig sich umdreht. Alle 11 Jahre, zack, zack, zack. Und jedes Mal, ja, am Anfang ist die Sonne eine rein weiße Scheibe und je instabiler das Magnetfeld wird, umso mehr Sonnenflecken gibt es und umso mehr Ausbrüche gibt es von der Sonne. Und diese Ausbrüche, die führen nun dazu, dass die Leuchtkraft der Sonne etwas schwankt. Das ist also jetzt, die Sonne ist sozusagen nicht ein ganz stabiler Strahler, sondern das schwankt immer so ein bisschen. Im gesamten elektromagnetischen Spektrum, also im Infraroten, genau, macht sie ja nicht so viel. Im Sichtbaren schwankt sie ein bisschen, im Ultravioletten schwankt sie ein bisschen. Und durch die Sonnenflecken schwankt sie besonders stark im Röntgenbereich. Ja, die Sonne macht auch Röntgenstrahlung. Und zwar ganz ordentlich, wenn also sehr viele Flecken da sind und sehr viele Explosionen auftreten, dann wird dieser Wind, dieser Sonnenwind, der wird stärker. Der fegt eben normalerweise nur mit 400, 500 Kilometer pro Sekunde auf das Erdmagnetfeld. Ja, die Erde hat ja auch ein Magnetfeld. Gut geschützt sind wir durch das Erdmagnetfeld vor diesem Sonnenwind. Der erreicht uns hier eben nicht an der Oberfläche. Dieser Sonnenwind wird stärker. Es gibt Leuchterscheinungen, und zwar vor allen Dingen an den Polen, die sogenannten Nordlichter und Südlichter. Und daneben gibt es eine erhöhte Röntgenstrahlung. Die kommt aber auch nicht hier unten auf dem Boden an. Ja, die wird oben in der Atmosphäre absorbiert. Die Sonne sorgt nämlich auch für die Schichtung der Atmosphäre. An ganz bestimmten Schichten wird ein bestimmter Teil des Sonnenlichtes absorbiert. Das Sonnenlicht, in dem Fall das Röntgenlicht, wird tatsächlich in der Stratosphäre absorbiert. So. Das heißt, man könnte jetzt vermuten, man könnte vermuten, dass zum Beispiel die Schwankungen der Sonnenleuchtkraft hervorgerufen durch
die magnetische Aktivität, dass da immer wieder neue Sonnenflecken aufgebaut werden, immer mal wieder so Schwankungen in der Röntgenleuchtkraft stattfinden, dass das natürlich auch einen Einfluss haben könnte auf das Klima der Erde. Da gibt es zum Beispiel eine Zeit, in ja, die frühe Neuzeit, so 1650 bis 1800 ungefähr. Da spricht man von einer kleinen Eiszeit. Und in dieser Zeit gibt es einen Bereich, das sogenannte Maunder Minimum. Da hatte die Sonne so gut wie überhaupt keine Sonnenflecken. Das ist noch nicht geklärt, warum, aber sie hatte keine. Und interessanterweise ist das eine Zeit, in der es auch besonders kalt geworden ist. Also es war jetzt keine Eiszeit wie vor 10.000 Jahren oder 15.000 Jahren, als die Gletscher hier über das Alpenvorland gerutscht ist. Nee, so war das nicht, um Gottes Willen. Aber es war kalt. Es war immerhin so kalt, dass teilweise die Flüsse im Sommer noch zugefroren waren. Es war immerhin so kalt, dass es doch erhebliche Hungersnöte gab, weil einfach das Getreide nicht richtig wuchs. Könnte es sein, dass diese Schwankungen in der Röntgenleuchtkraft der Sonne irgendwas mit Klimaschwankungen zu tun haben? Dachte man lange Zeit, denn tatsächlich ist es ja so, dass die deponierte Energie in der Stratosphäre der Erde, dass die ja irgendwo hin muss. Und wenn die Stratosphäre warm ist, nicht, dann wird natürlich nachts die Stratosphäre nicht nur nach oben strahlen, sondern auch nach unten. Das heißt, sie könnte auch tatsächlich alles Mögliche sonst abstrahlen. Summa summarum haben wir es also mit einer außerordentlich engen Verquickung des Muttersterns, der Sonne, mit uns zu tun. Wir sind viel, viel enger mit ihr verwandt als auf den ersten Blick. Nur dadurch, dass wir uns manchmal freuen, dass unsere Haut dadurch braun wird, dass die Sonne scheint. Nee, das reicht gar nicht. Alles, was auf diesem Planeten gemacht wird, alles, was auf diesem Planeten gedacht wird, alles ist letztlich Sonnenenergie. Alles. Das Grün der Pflanzen, die Kraft von Lebewesen, die Gedanken von Lebewesen ist letztlich nichts anderes als umgesetzte Sonnenenergie. Sie ist unglaublich tief mit uns verwoben. Unglaublich. Dass auf diesem Planeten überhaupt irgendwelche Prozesse stattfinden, verdanken wir nur der Tatsache, dass vor 4,6, 4,7 Milliarden Jahren eine Gaswolke sich unter ihrem eigenen Gewicht kollabierend zusammengefunden hat und daraus ein Stern geworden ist, der es auch noch dazu geschafft hat, und das sage ich jetzt einfach mal so in einem Nebensatz, zu den 5% langsamsten Sternen zu gehören. Das sind nämlich die Sterne, die sich am langsamsten drehen. Er ist ein ganz besonderer Stern für das Zeitalter, in dem er geboren ist. Vor 4,6 Milliarden Jahren, in der Milchstraße an dieser Stelle, wo er geboren ist, hat er eigentlich zu viele schwere Elemente. Und er ist zudem noch an einer Stelle in der Milchstraße geboren, wo man heutzutage, wenn man sich das kosmische Umfeld betrachtet, es keine Sternentstehungsgebiete gibt, keine Sternexplosionen mehr gibt und nichts. Wir sind in einem kosmischen, ruhigen Hinterhof, in dem unser Muttergestirn, also unsere Sonne, dafür sorgt, dass Lebewesen, so wie wir, in aller Ruhe leben können. Die Masse, die Strahlung, das Magnetfeld, der Energiefluss und alles. Alles das hängt mit einem Körper zusammen, der in 8 Lichtminuten von uns entfernt ist. In 150 Millionen Kilometer Entfernung von uns gibt es einen Gasball, der nichts von uns weiß. Überhaupt nichts. Und dem wir alles Mögliche verdanken. Thank you.